Guten Morgen zusammen. Ash und ich sind jetzt hier. Ash, wo ist Papa? In meinem Oh, Zimmer. was macht er da? Er hat Migräne. Also, Adrian hat Migräne heute Morgen plötzlich bekommen. Irgendwie, ja, liegt er jetzt gerade flach. Und wir sind mit Ash alleine. Max ist nicht da. Ich habe heute schon ein bisschen Haushalt gemacht. Guck mal, ich laufe noch im Schlaf hier rum, ne? Und, Oh, ich bin gerade dabei, das Bett zu machen, ihr Lieben. So, das Bett muss noch gemacht werden und dann stehen wir auch schon auf. Das ist 20 vor 8, 20 vor 9. Ich war heute schon allerdings echt früher auf. So, guten Morgen. Bin noch völlig nicht fertig. Also, ich mache jetzt einmal schnell das Bett und dann mache ich mich immer zurecht. Oh, also, es ist alles fertig. Ich bin total verschlafen heute irgendwie, ne? Es ist alles fertig. Adrian ist sogar schon aufgestanden wieder. Ich weiß nicht, also er müsste sich eigentlich wieder hinlegen, weil er lag jetzt schon die ganze Zeit im Esszimmer, weil es da dunkel ist. Und Tablette eingenommen und er sagte, diesmal war das irgendwie ein bisschen anders. Also normalerweise ist es bei ihm so, dass es irgendwie so anfängt zu kribbeln alles und zu flimmern, aber irgendwie war das diesmal alles anders, sagte er. Ja, also wir wollen jetzt erstmal frühstücken. Die großen Kinder, die sind jetzt gerade kurz hierher gekommen, weil sie einkaufen waren, bringen den Einkauf hier rein und fahren wieder zur Schule, weil die sich da mit der Deutschlehrerin treffen, um die Arbeit für nächste Woche zu besprechen. Also um die Abi-Arbeit oder Abi. Klausur zu besprechen. So, und wir, Mäusi, komm, essen. Und wir wollen jetzt aber schnell frühstücken, denn Ash muss noch was für die Hausaufgaben machen. Heute bekommt er nochmal Nachschub. Gestern hatten wir Bio gemacht, hat er ganz lange gesessen. Habe ich im Video schon davor gesagt. Und heute gibt es wieder neue Mathe. Und er hatte Englisch bekommen. Da sollen sie irgendwie ein kurzes Video drehen auf Englisch, deren Tagesablauf ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. Wobei, auf Englisch muss man dann gucken, ne, was man da sagt. Ja, also ich mache jetzt hier mal Frühstück. Und schon sitzen wir beim Frühstück. So sieht mein Teller aus. Ich habe darunter Quark und ganz viel Obst. Mein Schnucki ist auch schon unter den Lebenden Ich wieder habe gar keinen zurück. OPC genommen. Ich auch nicht. Ich lasse es heute mal weg. Ich nicht. Ich muss gleich was haben. So, es gibt für Ash eine Wassermelone. Die hat er von Max gemopst. Allerdings, die haben eine ganze gekauft, ne, Ash? Und unsere gestern war besser, weil wir ja schon gesehen haben, was wir gekauft haben. Und die haben eine ganze mitgenommen. Und die sieht nicht so toll aus. Ich muss mal ganz kurz euch mal hier im Ganzen zeigen. Guckt mal. Das sieht ein bisschen komisch aus. Gelb. Mit gelben Stichen hier. Irgendwie, keine Ahnung. Also lecker. Schmeckt sie wenigstens. Aber die von gestern war doch schon Also besser, Chrissy ne? macht die nicht. Nee, von Edeka ist doch besser. Die haben die bei Rewe jetzt geholt. Na gut, wir frühstücken jetzt einmal weiter und dann sehen wir Was uns war das? später wieder. Was Na? war das mit diesem Hohlen? Was heißt das, wenn die hohl sind? Nee, man klopft immer darauf, wenn man die. Wenn die hohl ist, dann ist es ja nicht ganz gut. So habe ich es auch gelernt, Wenn aber sie nicht hohl ist? dann ist sie auch nicht gut. Ich habe mich gerade angezogen und zwar geht es für mich einmal zur Bank und einmal was einkaufen. Da fahre ich jetzt nochmal hin. Ash ist jetzt gerade an seinen Englischhausaufgaben. Da sollen sie in Englisch quasi einen Tag beschreiben, was sie so machen. Und klein, wie so eine kleine Geschichte. Ja, jetzt muss ich jetzt mal Müll wegbringen, sehe ich hier gerade. Und uns wurde heute ein Trampolin geliefert. Das ist richtig cool. Steht da und muss aufgebaut werden. Das sind mehrere Pakete, aber das machen wir dann. So, ihr Lieben, ich mache mich jetzt fertig und dann geht es für mich immer zur Sparkasse, weil die haben immer so blöde Öffnungszeiten. Immer irgendwie nur von 9 bis 12 Uhr und das ist wahrscheinlich auch die Hölle los. Jetzt muss ich gucken, zu welcher ich dann fahre. Mal schauen. Also, los geht's. Ich bin gerade hin und her gefahren, ne? Ich bin zuerst zu einer Bank gefahren, die haben komplett geschlossen. So, jetzt bin ich bei der anderen Sparkasse. Nervt so. Auf jeden Fall steige ich jetzt einmal aus und gehe da mal kurz hin. Mittlerweile bin ich schon zu Hause. Oh, Leute, fahre nicht mehr einkaufen. Ich hatte diese beiden Sachen hier bei Tiki gekauft. Das wollte ich ganz gerne mal ranhängen. Einmal austauschen gegen diesen Plastiktopf hier bei mir an der Seite. Und zeige ich euch nachher. Und hier ist mein Einkauf. Ja, am besten packe ich das nochmal. Oh Gott, alles aus. Also, wir haben hier. Ja, das hatte ich ja bei DM geholt. Ich brauchte Deo und diese beiden Kerzen würde ich gerne einmal bei mir am Fenster in der Küche austauschen. Also, wir haben hier einmal die Himbeeren. Dann habe ich super lecker. Dann habe ich einmal wirklich einen ganz, ganz leckeren Käse. Das ist ein Pesto-Käse. Schmeckt super gut.
Kenne ich noch nicht, probiere ich auch mal und dann berichte ich euch mal. Also den kenne ich ja schon, der ist wirklich super lecker. Dann haben wir hier Eiweißbrot, habe ich mitgenommen. Ich glaube 3 Packungen oder so, genau. Und einmal Salat. Dann haben wir hier einmal die Weintrauben. Dann, ups, die Gurken. Dann ganz viel von dem Tiefkühlkirschen als auch Mango und auch Quark. Könnt ihr auch schon sehen, ne? Ohne Quark kann ich nicht so. Da habe ich hier nicht einmal den Quark mitgenommen. Und dann haben wir einmal Salami und zwar dieses ist super lecker, das ist mit Knobi, das ist auch wie eine Blume. Normale Sportler-Salami, das schmeckt auch ganz gut. Ja, und der Rest, ja, nur noch einmal Mango und Kirschen tiefgekühlt, die essen wir gerne so als Eisersatz. Ich räume das hier einmal ganz kurz alles weg, ich habe meine Haare gerade eben zusammen gemacht. Ash sitzt noch an den Hausaufgaben in Englisch. Ich war auch fast eine Stunde weg, glaube ich, ja. Und Max ist aber auch schon da. Ja, die Wassermelone, weiß ich gar nicht, was sie denn machen wollen. Guck mal, die wollen die oben jetzt gar nicht mehr haben, ne? Geld umsonst ausgegeben für eine ganze Wassermelone. Und jetzt habe ich bei Edeka hier bei uns gar keine Melone gesehen. War zumindest nichts Geschnittenes. Ja. Okay, also ich räume das hier einmal alles weg und dann sehen wir uns später wieder. Wisst ihr was? Gerade eben packe ich die Kerzen aus und denke, was riecht denn da so gut, ne? Die riechen total gut. Das ist einmal Grapefruit und Ginger. Guckt mal. Wusste ich gar nicht. Ich habe die jetzt mitgenommen, weil ich die Form so schön fand. Das ist so ein bisschen geriffelt. Aber die riechen unheimlich gut. Ich bin gerade dabei, einmal mein Bärlauchpesto selber zu machen. Bärlauch habe ich schon mal abgewaschen und etwas kleiner geschnitten. Und einfach in meine alte, uralte, ich glaube von Adrians Mama haben wir noch genau diese Krups Zerkleinerer oder wie nennt er sich? Jedenfalls habe ich das hier reingelegt und dann wird es einmal durchgerührt. Ich habe schon ein bisschen Olivenöl da mit reingetan. Und dann kommt gleich ein leckeres Pesto daraus. Schaut, man muss sich aber ganz kurz aufnehmen. Ah, das ist in meinem Sessel das erste Mal. Naja, vielleicht nicht ganz das erste Mal, aber er sitzt unheimlich selten da. Er muss jetzt ein bisschen irgendwie mal ruhiger werden, ne? Also ein bisschen, also er sitzt uns echt total lange am PC immer und arbeitet da. Und deswegen, glaube ich, muss er ein bisschen entspannen. Mein Pesto ist fertig. Das riecht total lecker nach Bärlauch oder irgendwie fast Knobi. Das werde ich jetzt nur noch einmal umfüllen und dann kann man das nachher auf Pasta essen. Freue mich schon drauf. Habe ich es euch überhaupt gesagt? Ich habe nochmal Parmesan da reingetan. Ich habe hier irgendwie, also wenn ich so zwischen Video drehen und irgendwie zwischendurch nochmal was anderes mache, irgendwie hin und her laufe, vergesse ich immer, habe ich es gesagt oder habe ich es nicht gesagt? Jedenfalls habe ich nochmal Parmesan da reingetan. Deswegen, genau, das wird jetzt einmal umgefüllt und dann werde ich einmal was zum Mittag kochen. Das Essen ist gerade in vollem Gange. Ich habe jetzt für mich Tomaten mit Frühlingszwiebeln einfach mal mit ein bisschen Olivenöl vermischt, also kleingeschnitten vermischt. Und hier kochen wir noch Spaghetti für mich. Die sind noch nicht fertig. Und hier in der Pfanne habe ich jetzt Kartoffeln angebraten mit Würstchen für die Männer. Auf jeden Fall koche ich noch ein bisschen weiter jetzt hier. Ihr Lieben, mittlerweile sind auch schon die Kinder hier unten angekommen. Christi ist irgendwie nicht da, oder? Kommt bald. Achso, na gut. Aber wir essen halt ohne sie. Könnt ihr schon mal irgendwie Besteck und Gläser hinstellen? Und meine Spaghetti sind fertig. Genauso wie die Kartoffeln. Ich habe gedacht, ich kann da ja eine Soße und Dies da rein tun. Aber die Kinder wollen das nicht. Die wollen das so essen. Wir sitzen alle am Tisch. Ich habe meinen Teller schon irgendwie aufgefüllt und der Rest überlegt, was er isst. Entweder Spaghetti mit Tomaten und Pesto. Oh ja, das Hamburger Pesto haben wir jetzt gerade nicht. Was ist das denn? Bratkartoffeln mit Würstchen. Ein Prank? Alles gut. Was ist das? Nein. Nein, das ist Quatsch. Wir müssen dankbar sein für das, genau, was wir das haben. Ja, eben. Das sind wir auch. Ja. Ich habe gerade nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Achso. Ich könnte euch das Frischkäse zu nehmen oder, ja, oder Tomaten. Tomaten? Ketchup, ja. Hey Leute, wenn dieses Video hier online kommt, dann habe ich schon vor 3 Wochen ein neues Video hochgeladen. Und ich auch, ein Prank das an Mama. Das stimmt nicht. Das Video kommt, glaube ich, nächste Woche. Ehrlich? Ja. Ich sag euch, das ist... Mein Slipper hoch. Ja, okay. Dankeschön. Bei mir kommt, glaube ich, heute auch was. Nein, also danke. Also, guten Appetit zusammen. Jetzt reicht's, danke. Wir sind jetzt
bereit, um ein Tipptopp-Video aufzunehmen. Das geht nämlich jetzt los einmal. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es gibt einen riesen Trampolin hier zu Hause. Haben wir noch nie gehabt. Und genau, aber das seht ihr natürlich bei Tipptopp-Typ. Die Kinder sind da gerade. Auf jeden Fall, Geschirrspüler. Ja, jetzt sehen Sie die ersten Wespen. Kommt ihr denn, oder? Auf jeden Fall fangen wir jetzt einmal das Video an. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich stehe schon in den Startlöchern. Und zwar muss ich jetzt einmal zur Deponie fahren, ganz viel Papa von diesem Trampolin wegbringen. Das Ding mit Muck steht da in der Ecke. Und draußen war das so kalt heute Nacht. Die Scheiben sind so ein bisschen beschlagen. Glaube ich, 3 Grad nur gewesen. Und die Kinder wollten gestern draußen schlafen, ne, auf dem Trampolin. Ich hab gesagt, genau. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Und diese ganze Papa immer wegzubringen. Und das Wetter scheint heute ja echt schön zu werden, wieder mal. Also wir haben schon seit Wochen irgendwie gefühlt nur noch Sonne. Es ist allerdings ein bisschen trocken. Der Boden ist sehr trocken, also eigentlich könnte es ein bisschen zwischendurch mal regnen, ne? Man kann da nicht irgendwie nicht alles haben. So, ich mache mich jetzt einmal fertig und bringe das ganze Auto voller Pappe einmal zur Deponie. Meine Hübschen, guck mal. Voll bis oben hin. Das Auto ist jetzt leer und jetzt geht es für mich einmal kurz mal zu Bauhaus. Ich würde ganz gerne für Max einmal eine Graspflanze kaufen. Und für mich brauche ich noch ein bisschen was, so ein paar Kleinigkeiten. Jedenfalls, ja, die Pappe ist ausgeladen, habe ich jetzt alles erledigt. Es ist ja echt praktisch, ne? Also wenn man zu Hause überlegt, muss man das Ganze klein machen und in die Tonne reinstecken. Aber es hätte sowieso alles nicht gepasst. Das war nämlich unheimlich viel Pappe diesmal. Und ja, also ich fahre jetzt einmal ganz kurz mal Richtung Bauhaus. Mittlerweile bin ich auch schon bei Bauhaus jetzt hier raus. Ich war auch nicht lange drin. Also ich habe für Max jetzt einmal dieses Gras hier geholt. Das wird so 1,50. Dann habe ich für mich eine Hortensie fürs Beet geholt. 10 Euro. Muss ich nochmal kurz gucken, dass ich das irgendwie so mal reinstelle. Und Pampasgras für mich. Und ein paar von diesen Halterungen für meine Laternen. Die wollte ich ganz gerne einmal in die Gartenhütte anbringen und einmal in das Carport. Genau, da werden die Laternen angebracht. Jetzt ist es auch kurz nach 9 schon. Das heißt, ich fahre jetzt einmal nach Hause, denn ich bekomme schon wieder langsam Hunger. Ne? Ich habe nämlich nicht gefrühstückt, dass ich losfuhr. Jetzt war ich fast eine Stunde weg. Also, los geht's. Leute, ich bin gerade zu Hause angekommen. Guck mal, wir haben frühen Morgen. Ist das dein Frühsport? Es ist nass. Ja, klar, weil es 3 Grad draußen waren. Also hier wird erstmal ein Salto geübt. Nein. Du hast bestimmt noch nicht mal gefrühstückt, aber wenigstens hat eine Hausaufgabe schon mal geguckt. Wir haben noch keine weiteren bekommen. Ja, aber gestern habt ihr ja. Ja. Ja, dann mal los. Rein, frühstücken, Hausaufgaben. Nee, machen wir es gleich. Ja. Ich komm rein. Achso. Ja, Frühsport, ne? Also, ich schieße jetzt einmal hier rein. Ich bin nämlich schon jetzt gerade angekommen und denke, hä, wer hüpft denn da? Jedenfalls gehen wir jetzt erstmal frühstücken. Hab mittlerweile auch schon den Frühstückstisch gedeckt. Ich will jetzt einmal ganz kurz O-Saft machen. Also Ashs Kumpel ist schon da. Die machen gerade Hausaufgaben zusammen. Und ich bin gerade dabei, hier einmal den O-Saft zu machen. Genau, also es wird erstmal gefrühstückt. Bevor ich dann jetzt einmal in den Garten gehen kann und da halt meine Sachen mal kurz erledigen kann, werde ich jetzt einmal ein Video für TipTap planen. Und dass wir das nachher, wenn die Kinder fertig sind, das aufnehmen können. Meine Lieben, mittlerweile ist es schon 4:30, glaube ich. Die Uhr ist hier weg. Jedenfalls war ich jetzt den ganzen Nachmittag nach dem Videodreh für TipTap draußen, habe die Tannen beschnitten am Carport, habe überall gehakt und das Trampolin haben wir noch ein bisschen anders gedreht und jetzt fahren wir ein bisschen Fahrrad. Und ich würde sagen, ich vermute mal fast, dass dieses Video unheimlich lang sein wird. Werde ich ja dann morgen beim Schnitt sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid, genau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.